Guten Tag, mein Name ist Mario Reismüller von der Firma Siebert und ich stehe hier zur Hausmesse bei dem Herrn Plackert von der Firma Kercher und wir schauen uns mal die Innovation des Kercher Fensterreinigers an. Guten Tag, Herr Plackert. Grüß Sie. So. Ich hätte jetzt die Aufgabe für Sie mal, den neuen Kercher Reiniger vorzuführen. Okay. Er ist ja nicht nur für Fenster gedacht, sondern genauso für Duschkabinen ist es sehr empfehlenswert, gerade wegen der Schimmelbildung. Ja. Auch die Wintergärten sind nicht zu vergessen, auch über Kopf zu arbeiten, wenn Sie sonst mit einem Trockner oder Abzieher das bearbeiten, tropft sie Ihnen ja immer ins Gesicht rein. Und das ist hier mit vermieden. Deshalb würde ich sagen, fangen wir mal an. Okay. Man sprüht die Scheibe ganz normal ein und wischt, wie man es normalerweise von der Hausfrau gewöhnt ist. Heute mache ich es mal als Mann. Damit wollte ich dokumentieren, dass es kinderleicht ist, sonst können es die Männer ja heutzutage nicht so einfach. Der Unterschied ist, jetzt würde man normalerweise eine gute Silikonlippe nehmen, um abzuziehen, dass man keine Schlieren hat. Kercher hat da nachgedacht und hat eben diesen Sauger und keinen Abzieher, sondern einen Sauger entwickelt. Und mit diesem arbeiten wir jetzt und ziehen schlierenfrei hier runter an der Glasscheibe, sodass sich kein Wasser bilden tut. Und das ist das Entscheidende, dass ich bis unten auf die Silikonfuge gehe und dass sich da für die Zukunft kein Schimmel mehr bilden tut. Genauso ist es, wenn man Glasplatten hat auf dem Tisch. Die sind ja ewig mit Fingern von den Kindern oder auch von den Erwachsenen. Und man hat sie kaum abgewischt, dann sind schon wieder die Finger drauf. Man hat den Vorteil, wenn man hier mit dem Original Konservierungsmittel arbeiten tut, dass sie auch die Scheibe da etwas geschützt ist dafür. Auch bei starkem Regen ist das sehr gut. Das Wasser perlt ab und man braucht es weniger, die Scheiben zu putzen. Sie reinigen sich von selbst. Man hat wieder mehr Zeit für andere Sachen. Okay. Ja. Super, vielen Dank, Herr Plackert, und es ist ein tolles Ergebnis, finde ich. Danke.